Wieder ein tragischer Unfall, über den die Bild-Zeitung berichtet. Ein Kleinkind, 1 Jahr alt, soll von einer Nachbarin überrollt worden sein. Was passiert war, erzähle ich euch in diesem Video. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin Videoaktivist und Volljurist und dies ist mein Videokanal. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wer den Kanal noch nicht so oft besucht hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und insbesondere die Glocke zu aktivieren, um über alle künftigen Videos informiert zu sein. Heute Morgen wache ich auf mit dieser Schreckensnachricht, die alle Eltern wohl massiv schockieren wird. Ein Kleinkind von einer Nachbarin überrollt und tot. Das knapp 2-jährige Mädchen, also für mich ist es immer noch 1 Jahr, sorry, wurde eben von einer Nachbarin überrollt, als sich die Nachbarin mit der Mutter des Opfers unterhielt. Dabei soll eben das Kleinkind aus der Wohnung gebüxt sein und sich hinter dem Auto aufgebaut haben, sodass die Nachbarin, als nach Ende des Gesprächs sie vor losfahren wollte, eben unbeabsichtigt das Kind überrollte. Das zeigt im Übrigen wieder eines der klassischen Probleme: Ihr dürft eure Kinder nie unterschätzen, denn egal wie klein die sind und egal wie lieb die sind, die finden immer eine Möglichkeit, um gegebenenfalls auch einer Mutter hinterher zu laufen. Ich möchte jetzt aus Respekt vor dem Opfer hier natürlich keine schlauen Ratschläge geben, was man hätte besser machen können und besser machen müssen. Aber es zeigt ein klassisches Problem, dass eben als Fahrer, wenn man nicht sofort losfährt, man gegebenenfalls nochmal ums Auto gehen muss, um zu kontrollieren, ob eben die Situation noch die richtige ist, die vorgeherrscht hat in dem Moment, als man ins Auto gestiegen ist. Dann würden nämlich solche Aspekte vermieden werden. Es ist ein tragisches Unfallereignis, das in der Regel dadurch verschlimmert wird, dass es eben nun zu Ermittlungen kommen wird, die alle Beteiligten belastet, die sowieso schon schwer damit zu kämpfen haben werden, hier beteiligt gewesen zu sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr gesittet eure Meinung zum Thema unten in den Kommentaren abgibt. Ansonsten vergesst nicht, das Video zu liken und natürlich auch zu teilen. Ich würde mich freuen, euch insbesondere auch in den künftigen Videos begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Michael Langhans für Active News TV.